und bitte. Der ist ja nicht fixes, der Robert Caro, den man dann so in und dann wird er in die vielen Fälle geworfen, sondern der entwickelt sich so mit jeder Episode, würde ich sagen, auch weiter und oder zeigt extrem andere Facetten von sich so. Und das macht ihn, glaube ich, auch aus, dass man den so da schwer zu greifen kriegt erstmal. Das weitet sich so aus. Am Anfang versucht man so eine Rolle so eng wie möglich zu fassen irgendwie. Und plötzlich entspannt sich das.